Da wären wir zurück in der einladenden Hilfe. Oh mein Gott, ich habe das Mikrofon nicht runtergeklappt. Panik. Genau, die einladende Höhle. Da war bestimmt Einrichtungsprofi Tine Wittler am Werk. Hat diese schönen Deko-Leichen vorne auf die Spieße gesteckt. Ja, was war das? Ein Schleichork war das, der jetzt in den Brustkorb schießt. So. Und der die Fläschchen hier einsammelt, aber nicht die. Yep. Nein. Wir gucken mal im Punk, lol. Ja, schleichen wir mal weiter. Hier schöne Windspiele. Braucht man eine Höhle unbedingt, weil da ist es ja auch immer voll windig in solchen Höhlen. Aber die ist so riesig, es ist unglaublich. Es gibt so viele davon in Skyrim. Oh, 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 die hat einen Abflug gemacht. Warum kann es bei uns nicht auch solche Höhlen geben? Die sind so schön. Naja, hat wohl richtig den Abflug gemacht. Oh, zwei Handwaffen. Das ist ja auch total relevant für mich. Yeah. Aber da war gerade ein Sneak Increase. Das heißt, hier muss irgendjemand sein und mich potenziell sehen kann. Ich glaube, ich möchte nicht runterfallen ins Wasser. Vielleicht, wenn die Olle das gemacht hat. Boah, da unten ist ja noch, da geht's ja noch richtig. Meine Güte. Boah, da ist er. Da, schau her. Haben wir eine hübsche Wasserleiche gebastelt. Bloß nicht auf die Axt schießen, damit der Pfeil abgewehrt wird. So. Aber vielleicht wäre es doch toller gewesen, wenn ich so eine richtig eine Killer-Axt oder sowas gehabt hätte. Scheiße. Eigentlich wollte ich die auf mich aufmerksam machen, um die Steine auf sie drauf fallen zu lassen. Aber nee. Na komm. Ach, da oben. Schön. Ja, dann gehe ich lieber zurück und warte, bis sie sich beruhigt haben. Hier noch irgendwo runter? Nee. Ich glaube, wenn ich da runterstürze, dann sehe ich die Sonne nicht mehr. Ah ja, okay. Hat sich also wieder beruhigt. Sehr gut. So viel zum ich schleiche mich nochmal anplan. Oh, guck mal. He took an arrow in the knee. Ja, aber mal original, oder? Huhu, Meta-Witz ist ja unglaublich. Ja, so viel dazu. Ja, definitiv eine letale Verletzung, deswegen. Ah ja. Gut, ja, so viel dazu. Gucken wir hier mal weiter. Ich glaube ja nicht, dass da noch
Mr. Ork. Was? I cannot rest? You shall not pass, sage ich dir. Hm. Spagat kann er. Pfui. Also Doppelpfui sogar. Oh, da liegt auch noch ein Gold. Das nehmen wir natürlich auch mit. Ja. Gut. Und weiter geht's. Oh, ein Lloyd. Der kriegt auch einen Pfeil ins Knie. Und Abflug. Naja. Ja, wie man sieht, habe ich gerade richtig Spaß. Könnte auch daran liegen, dass ich auch richtig gereizt bin und richtig irgendwie mal Ärger abbauen muss. Deswegen erlaube ich mir jetzt mal so ein paar böse Witzchen hier. Ja, Räusper, Räusper. What's he doing now? Okay. Aber erstmal hier hinter die Ecke flitzen, ne? Gebt mir all eure Habe. La 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 la. Nee, Eisenpfeile brauchen wir nicht. Die sind doof. Machen wir übelst nicht den Schaden, den ich mir vorstelle. Wie hier ist nur so. Nur Knusper, Knusper. Nix Vernünftiges. Schränke voller Schund. Schund, Schund, Schund. Oh, hier geht's weiter, okay. Treppe hoch, Treppe. Oh, Treppe runter, jetzt eine Kiste. Ich mag Kisten. Und eingesackt. Ich hätte, glaube ich, da unten auch noch weitergehen können. Wunderbar. So muss man das machen. Hey, das ist über mich. Uah, schwerer Panzer. Natürlich, das Erste, was ich brauche. So, so. Ja, das hat funktioniert. Sehr gut. Oh, hier gibt es keine schönen Sachen, die ich mir nehmen könnte. Wieder nur Schund. Kannst nur 10.000 Mal wiederholen. Nur Schund. Und weiter geht's. Es ist ein großer Raum. Käfigen. Und Tierchen in den Käfigen. Oh, 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 oh. Ah, da ist er ja. Ups, 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 ups. Hat 1, 2, 5. Ja, ich würde mal sagen, bevor ich mich hier in das Getümmel stürze, mache ich doch erstmal Pause.